die beiden M's wieder am Start. Hallo. Wir hatten euch ja im Unboxing-Video, hatten wir euch ja versprochen, mal euch mal kurz was zu zeigen hier. Und da ist uns aber vorher schon eine Geschichte aufgefallen, die uns so, tja, ich will mal sagen, ein klein wenig geschockt hat. Aus diesem Grunde werden wir jetzt mal so einen kleinen, eine Art Vergleichstest machen. Wir machen jetzt hier mal eine ATI Sirius versus Radeon XR15W Pro. Und zwar, der Marc erklärt euch mal, was uns aufgefallen ist. Ja, es geht um die Lichtfläche, die austritt aus der Lampe. Man kann hier also eine sehr starke Bündelung sehen des Lichtes, beziehungsweise bei dem 120 Grad Linsenkit kann man sogar einen Ring erkennen. Also helle Zonen, ganz helle Zonen im Ring und in der Mitte wieder Dunkelheit wie ganz außen. Also das bei dem 120 Grad Kit. Das 120 Grad Kit ist ja original verbaut, ja. Und optional liegt ja noch ein 80 Grad Kit dabei. Quasi und hier diese Platte ausgetauscht, diese Optik. Und wir haben ja eigentlich bei den Modellen das Problem ja gehabt, dass wir ja immer eine Spotwirkung haben. Und das wollten wir euch einfach mal demonstrieren, deswegen haben wir jetzt auch nochmal eine Sirius dazu genommen, um das einfach mal ein bisschen darstellen zu können. Und wir fangen jetzt einfach mal an und schmeißen jetzt mal eben die Radeon an. Und dann werden wir euch mal das Problem mal kurz demonstrieren. Das müsste man eigentlich mit der Kamera sehr gut sehen können. Ich stelle mal auf hier. So, da seht ihr das im Prinzip. Da haben wir jetzt hier diesen kuriosen Kringel. Ja, also drumherum ist hier die Fläche bis hier ausgeleuchtet. Also der ist sehr weit, ist ja der 120 Grad Kit. Geht natürlich viel Licht verloren, weil man müsste einfach mal rechnen, wenn man die Flächen hier rechnet. Wir haben jetzt hier 50 mal 40 liegen. 60 mal 60 soll die Lampe ja ausstrahlen. Und da ist uns halt eben, kurz bevor wir das übers Becken machen wollten, sofort dieser Kringel ins Auge gefallen. Und ich hoffe, man kann es in der Kamera gut sehen, weil wir sehen ihn massiv. Und das ist jetzt so eine Geschichte, die uns nicht jetzt so wirklich 100% zugesagt hat. Mhm. Denn normalerweise sieht es eigentlich so aus, wir können es jetzt mal hier eben gerade mit der ATI Sirius. Wir haben jetzt hier eine X2, die hat jetzt zwei Cluster, aber das sollte eigentlich egal sein. So, ihr könnt das schön erkennen, es sind zwei Cluster drunter. Wenn ich die jetzt auf 15 cm halte, sieht man natürlich den Cluster. Jetzt ziehen wir die beide einfach mal langsam hoch. Die optimale Arbeitshöhe wäre in etwa diese hier. Circa 80 cm müssten ja angegeben sein. 60 cm Becken, 20 über Wasseroberfläche. So, und da sehen wir ja eigentlich schon ganz klar, dass wir hier eine schöne Verteilung haben. Die Sirius, die strahlt jetzt da drüben so ein bisschen rein, sehe ich gerade. Ich kann mit der aber gar nicht über die reinleuchten. Nur so ein bisschen. Schwierig. Ja, also wir fahren auch die Sirius derzeit auf 60%, weil wir haben natürlich hier, wie gesagt, zwei Cluster und ein bisschen mehr an Leistung. Aber wir wollen euch, es geht ja eigentlich um diesen Kringel in der Mitte und den, denke ich, kann man jetzt auf dem Video, wir sehen es jetzt gerade selber im Display, ja, das müsste eigentlich gut zu erkennen sein. Wir sind zwar jetzt ganz blau, auch wenn wir noch nicht den Alkoholspiegel haben, aber wir sehen zumindest so aus. Ja, Freunde, also das ist natürlich eine Geschichte, die uns da direkt ins Auge fiel und ich sag mal ganz ehrlich, fand ich dann jetzt nicht so prickelnd. Tja, wenn man noch ein bisschen tiefer geht, jetzt hier jetzt kann man... Jetzt haben wir sogar vier Kringel. Jetzt haben wir vier Kringel überlagert. Ja, das wird wahrscheinlich in der Kamera vielleicht nicht mehr ganz rüberkommen. Ja, müssen wir nachher in dem Großen mal gucken. Ja, also jetzt kann man ganz deutlich sehen, ne, wieder... vier Lichtpunkte sind. Sobald man das höher zieht, entsteht in der Mitte. Ja, mittendrin ist es irgendwie so dunkel wie außen, also ne, sanft ausgeleuchtet, sage ich mal. Dann hat man diesen Ring und nach außen wieder ganz sanft. Ja, dann vielleicht hört man es schon. Ich weiß es nicht, wie fein das Mikro jetzt hier ist, aber... Das ist eigentlich auch ein No-Go, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob er es hört, wir hoffen es mal.
kannst ja vielleicht mal ein bisschen näher ranhalten. Also wir haben jetzt hier unwahrscheinliche Geräusche vom Lüfter. Der wird also auch, wir hören, dass er auch immer höher taktet. Der fährt also immer schneller. Und er ist jetzt schon in einem Bereich, wo ich schon sagen würde, fände ich schon störend. Oder? Was ja. sagst du dazu? Auf jeden Fall. Also, das ist jetzt eine Geschichte, das ist also sehr, sehr laut, muss ich ganz ehrlich dabei sagen. Für im Wohnzimmer oder so, echt schon grenzwertig. Also ich bin auch, also ich komme mit Geräuschen klar, mit so leichten Lüftergeräuschen und so. Ne? Ja, wir sind ja relativ schmerzfrei, sage ich jetzt mal. Ja, aber das ist schon wirklich... Guck mal, der wird noch lauter. Ja, ich sage, der fährt die ganze Zeit immer höher. Der kriegt immer mehr Drehzahl. Und wir haben die Lampe jetzt, wie lange an? 2 Minuten? 2 Minuten vielleicht. Ja, 2-3 Minuten vielleicht läuft jetzt das Video, weiß ich gar nicht so genau. Aber das ist ja schon heftig. Da möchte ich jetzt mal gerne wissen, wenn die eine Stunde lang läuft, was dann dabei rauskommt. Schwierig. Ja, und jetzt werden wir noch mal kurz ausblenden und gleich wieder uns einblenden. Wir tauschen jetzt das Kit. Wir machen jetzt mal das 80 Grad drauf. Das interessiert uns jetzt einfach mal. Was dann passiert, wenn wir das 80er drauf machen? Nochmal zum Vergleich. Ja, hier dann nochmal das 120er Originalausführung, so wird sie also ausgeliefert. Und Freunde, jetzt gleich seht ihr dann, wie die ganze Geschichte mit dem 80er Kit aussieht. Also, ich sag mal, bis gleich. Wir haben uns jetzt mal eben kurz die Mühe gemacht und haben das Kit mal getauscht. Wir haben jetzt das 80 Grad Kit drauf. Ich gebe den beiden Lampen jetzt nochmal Feuer. So. Jetzt schauen wir uns das mal an. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was jetzt mit dem 80er Kit passiert. Aha. Ja, jetzt ist nicht mehr so viel ausgeleuchtet. Ne? Jetzt hat sich das mehr zentriert. Aber jetzt sehe ich auf dem Bild in der Kamera, im Display sehe ich, dass wir jetzt eine richtige Spotwirkung haben. Ne? Also jetzt haben wir wieder die Geschichte, die glaube ich bei den Radiants ohnehin irgendwann schon immer mal Thema Nummer 1 war. Wir haben natürlich jetzt eine Spotwirkung und in der Mitte haben wir auch noch einen Kringel, sehe ich jetzt gerade. Ja, in der Mitte ist jetzt, da haben wir jetzt keine Dunkelzone mehr, das ist jetzt zentriert. Ne? Zentriert, hell. Das ist also der Ring, den wir gerade hatten, der in der Mitte hohl war. Quasi nicht beleuchtet war, ist jetzt ein Spot. Also das würde jetzt auf die Korallen volle Lotte draufballern. Ne? Mhm. So wie ich das jetzt da oben im Display sehen kann. Mhm. Ne? Also nochmal hier kurz im Vergleich, wie so eine schöne Mischung auszusehen hätte. Wir haben jetzt so die, das ist jetzt so die Arbeitshöhe, die Lampen haben würden, so 80 cm bei einer 60er Beckenhöhe. So, und da sieht man eigentlich hier schon ganz gut den Unterschied und drüben sehen wir eigentlich schon wieder so einen kleinen Spot drin. Ja, also, das wollten wir euch eigentlich mal so mitteilen und euch das auch mal demonstrieren und mal zeigen, weil das ist uns halt direkt ins Auge gefallen und wir haben gedacht, so, das ist ja eine Geschichte, die mal gar nicht geht. Ja, der Lüfter fängt auch wieder an zu rasen, fährt auch langsam wieder hoch. Das ist schon unglaublich. Ja, also die Lautstärke ist also wirklich schon. Vielleicht macht er es nur, um den Staub rauszublasen. Ist das eine Schutzfunktion oder so? Ja, gut, die Lampe ist nagelneu. Also auf dem Karton steht 8 ausgeliefert, 8. Juli 2014. Ist der Stempel drauf, also flatschenneu. Mit Staub, glaube ich, kann das nicht viel zu tun haben. Aber du kannst ja mal das Mikro mal entstauben. Kann man hier. Kommt denn da genug Leistung raus? Ja, hier an der Seite. An den Seiten kommt der raus. An den beiden Schlitzen. Hier an diesen beiden Ausbuchtungen bläst du die Luft raus. Ja. Kommt also nichts nach unten. Nach unten wird nur mächtig warm. Ja, ihr hört das vielleicht jetzt. Da ist der wieder eine Stufe höher. Vielleicht kann man die Lampe gleich andersrum hält. Vielleicht schwebt die dann. Ja, also der ist jetzt gerade noch eine Stufe höher gegangen, also nee, das ist schon Wahnsinn, die Lärmbelästigung. Belästigung? Ja, also das ist schon Belästigung. Ja. Ich meine, wir haben jetzt hier die ATI, die läuft jetzt hier auch noch. Ja,
So, hier stehen die Lüfter still, ja. Ja, ja, natürlich ein größeres Kühlgehäuse, also das ganze Gehäuse ist ja nicht zur Kühlung verwendet. Ja. Ich meine, dass man Lüfter hört, ist ja eigentlich fast normal, dass man so ein leichtes Säuseln hört vielleicht. Dass das stellenweise mal angeht, dann wieder ausgeht, also nicht permanent läuft. Vielleicht melden die Lampen auch schon ganz normal. Aber dass die hier direkt nach 2 Minuten so losjagt. Ja, wir haben jetzt eine circa Laufzeit, 2-3 Minuten vom Video, denke ich mal, und ja, das ist schon der Wahnsinn. Also, und ist ja, wenn ich hier mal noch bis auf den Knöpfe drücke. Da würde ich gerne mal wissen, wie das sich nach einer Stunde anhört. Ich stimme die jetzt mal runter, zumindest drücke ich auf den Pfeil hier. Passiert irgendwie nichts. Passiert nichts. Doch, jetzt passiert was. Jetzt geht es runter. Gibt es dieses Piepschen hier? Das heißt ja, wahrscheinlich der Endpunkt erreicht. Weiter können wir nicht dimmen. Dann fahren wir noch 30 Sekunden oder so. Dann müsste vielleicht auch wieder ein bisschen runterfahren. Ja, momentan läuft er noch unverändert. Ja, ich meine, gut, wie gesagt, es ist natürlich eine kleine Lampe, keine Frage, ist ja alles schick und schön und toll. Sieht ja stylisch aus, aber da hätte man vielleicht einen größeren Kühler auch vielleicht nehmen können oder sollen. Jetzt fährt es ein bisschen runter. Ja gut, aber ich habe jetzt die kleinste Beleuchtungsstufe, ne? Also, ja, das kommt nicht mehr wirklich Licht raus, ne? Ja. Man kann jetzt aber sehr schön die Farben erkennen, zumindest mit einem blanken Auge. Was die Kamera auch einfangen kann. Nee. So, jetzt ist alles ganz runter gedimmt. Der läuft immer noch ganz ordentlich. Hm. Er hat 2 Stufen runtergeschaltet, aber. Tja. Noch eine Stufe. Ja, Leute, die Geschichte wollten wir euch mal zeigen. Also unser Fazit zur Lampe, was ist dein Fazit? Ja, aufgrund der Lautstärke allein schon nicht, hätte ich schon ein Problem damit. Diese Kringel mit der 120 Grad Linse, das ist ja so ein Ring, sage ich mal, wo man auch die Regenbogenfarben drin erkennen kann, die verschiedenen Lichtfarben, und in der Mitte nichts, halte ich für grenzwertig. Baue ich es um auf 80 Grad, verbrenne ich quasi alles. Ja, dann ich bin die Lampe höher zu hängen oder runterfahren nützt mir vielleicht auch nichts. Hänge ich sie höher, ist mein gesamtes Wohnzimmer ausgeleuchtet. Ja, also bin ich mit der Lampe daneben und verliere dann auch wieder an Leistung, weil ich halt so hoch muss. Ja. Da muss ich dann wieder gegensteuern, indem ich mehr Leistung drauf mache. Das hat zur Folge, dass das Ding einfach brüllt. Ja, also Lautstärke ist auf jeden Fall ein Thema. Dieses Aufhängungskit ist grenzwertig, dabei, muss man ganz ehrlich sagen. Also ist dann nach jedem Empfinden natürlich immer anders. Der eine hört es nicht, der eine hört es vielleicht extrem. Ne? Ist ja immer sowieso immer so ein Gesprächsthema, aber ich finde es also auch gerade schon massiv. Für Frauen immer im Haushalt, die jetzt nichts mit Aquarium zu tun haben, die dem Mann das Hobby lassen, auf Deutsch gesagt, wäre das ein klares No-Go. Also. Ja, also Lautstärke schon mal. Dann, ja, die Geschichte mit dem Kringel auch. Gar nicht gut. Und der letzte Punkt, der jetzt noch aufgefallen ist, der jetzt nicht mega tragisch ist, aber wir haben einfach mal nachgesehen. Wir haben also keinerlei Befestigungsmöglichkeiten dabei. Es gibt da halt ein Befestigungskit. Das kann man wohl kaufen. Wie das aussieht, weiß ich jetzt gerade auch selber nicht, ob da Seilaufhängungen dabei sind. Ich gehe fast davon aus, ne, weil man hier so Ösen reindrehen kann. Da ist nur ein Loch drin, damit man keine Schlaufe durchziehen kann. Ach so. So eine kleine Schlaufe. Das war's. Ne? Also man hat ja nicht dieses Höhenverstellungsmechanismus hier wie bei der Hybrid oder bei der Sirius. Ja, die sind ja immer mit einer Seilaufhängung sowieso immer ausgeliefert. Und dann kann man es halt rausnehmen und hier noch eine andere Halterung aufsetzen, wenn man es möchte. Also ist bei der Radian auch nicht dabei. Fand ich jetzt auch nicht so gut, weil wenn ich mir die Lampe jetzt erstmal kaufe und nehme sie mit nach Hause und lese mir nicht vorher auf dem Karton, es steht auf dem Karton drauf, muss ich dabei sagen. Steht auf jeden Fall drauf. Man kann das also dann wahrscheinlich im Laden auch käuflich erwerben.
Ist natürlich jetzt eine Preisfrage, weiß ich nicht, was kostet das Set. Wir haben nicht nachgesehen, aber auch nochmal ein. Weil ich meine, ich muss ja irgendwie festbekommen und wenn ich mir die jetzt so kaufe und renne freudestrahlend nach Hause und will meine schöne neue Radien über mein Becken machen, habe ich erstmal ein Problem, weil ich weiß nicht, wie soll ich sie festbekommen. Also dreimal. Ja, Freunde, wir wollten euch das, wie gesagt, mal mitteilen, was wir da entdeckt haben und tja, so eine kleine persönliche Bewertung von uns. Ganz ohne irgendwelche Meinungen, wir sind da von keinem gesponsert oder sonst was, das ist uns einfach jetzt mal aufgefallen, die Stücke sind zur Verfügung gestellt worden für Tests und Berichtszwecke. Ja, und da haben wir gedacht, da machen wir euch mal so ein kleines Video draus und wir hoffen, es hat euch gefallen. Und vorab können wir noch ein bisschen verraten, der Tage kommen da auch noch ein paar ganz tolle Sachen. Wir haben da also noch so ein paar Sachen in Vorbereitung und da könnt ihr also gespannt sein. Also, wie gesagt, bis dahin, wir brauchen noch Abonnenten, wir brauchen noch Daumen hoch und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Ciao.